Furry FM News. Der 2016 Furry Poll. Adjective Species ist ein Blog, der sich aus der Laienperspektive heraus wissenschaftlich und philosophisch mit dem Furry-Fandom auseinandersetzt. Jedes Jahr veröffentlicht Adjective Species den jährlichen Furry Poll, um Veränderungen innerhalb des Fandoms festhalten und messen zu können. Die diesjährige Furry-Volkszählung, der Adjective Species Poll, ist nun veröffentlicht worden und Furries weltweit lassen sich zählen auf www.furrypoll.com. Millionen männliche Küken dürfen offiziell nun geschreddert werden. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat nun entschieden, dass das Töten von männlichen Küken im großen Stil kein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt. Laut diesem ist das Töten von Tieren gerechtfertigt, solange dafür ein guter Grund vorliegt. Dieser besagte gute Grund besteht in diesem Falle in dem unverhältnismäßig großen Aufwand, der durch die Aufzucht männlicher Küken für die Konzerne entstehen würde. Männliche Tiere legen schwerer Fleisch zu und rechtfertigen somit keine Aufzucht. Eine bisherige Alternative gibt es nicht, jedoch arbeiten Forscher in Leipzig und Dresden an einer Methode via Lasertechnologie, noch vor dem Schlüpfen das Geschlecht des Tieres zu bestimmen. Was mit den männlichen Tieren jedoch passiert, ist zum Teil sehr brutal, denn diese werden unter anderem vergast oder direkt geschreddert und anschließend auf den Müll geworfen. Nur ein sehr kleiner Teil wird als Tierfutter weiterverarbeitet. Der große Furaffinity-Hack. Furaffinity benötigt keine Einführung. Die Chancen stehen gut, dass jeder Furry, der jetzt gerade zuhört, einen Furaffinity-Account besitzt. Umso größer war der Schock, als am Montag, dem 16. Mai, die Seite ausfiel. Die Spekulationen reichten von DOS-Angriffen bis hin zu der Theorie, dass Furaffinity nun ohne Vorwarnung für immer geschlossen würde. Am Tag darauf, Dienstag, dem 17. Mai, wurden wir dann alle aufgeklärt. Der Source-Code für Furaffinity war auf einer nicht namentlich erwähnten Convention auf USB-Flash-Drives herumgereicht worden und einige ambitionierte Hacker ergriffen augenblicklich die Initiative, die Furry-Seite lahmzulegen. Sämtliche Watches und Views, die ein Nutzerprofil über die Zeitspanne vom 10. Mai bis zum 16. Mai akkumuliert hatte, konnten nicht zwischengespeichert werden und wurden nicht gezählt. Nachdem dann Furaffinity, die beliebteste und belebteste Furry-Kunstseite des Internets, sämtliche Passwörter zwangsweise resetten ließ und diverse Sicherheitssystem-Upgrades über die Tage hinweg installierte, konnte man Grund zur Beunruhigung haben. Es stellte sich heraus, dass die Passwörter von Benutzern auch an die Oberfläche gelangt sein könnten. Dass Furaffinity den Passwort-Reset zur Pflichtübung gemacht hat, lässt ein positives Licht auf das Pflichtbewusstsein der Betreiber fallen. Leider konnten User, die sich ursprünglich mit veralteten und mittlerweile nicht mehr existierenden E-Mail-Adressen angemeldet hatten, nun nicht mehr einloggen und mussten den Betreiber von Furaffinity und seinen Staff manuell anschreiben. Auf den Twitter-Feeds der Betreiber kann man sehen, dass die E-Mails immer noch nicht zum Versiegen gekommen sind und die Hauptarbeit des Betreibers Dragonier und der Administratoren momentan daraus besteht, User wieder online zu schalten. Der große Gewinner dieses Unglücks war Furry Network. Benutzer überschlagen sich vor Lobeshymnen über das elegante Design und das transparente und demokratisch eingestellte Entwicklerteam, das aktiv und offen Vorschläge entgegennimmt, keine Angst davor hat, zu experimentieren und populäre Vorschläge auch zügig implementiert. Kurz nach dem Furaffinity-Hack ließ das Entwicklerteam von Weasel fallen, dass ihre Seite nun Open Source werden sollte. Während Furaffinity durch den Leak ihres Source-Codes ins Chaos gestürzt wurde, möchte Weasel dem nun offenbar dadurch vorbeugen, dass sie den Source-Code schon im Vornherein released. Ob sich diese Strategie als klug herausstellt, sei dahingestellt. Der Furaffinity-Hack hat der Popularität von Furaffinity keinen großen Dämpfer verpasst. Womit wir es hier zu tun hatten, waren zynische Hacker, die einen ungepatchten Exploit in der Library ausgenutzt hatten. Wenn das Fandom auf irgendetwas oder irgendjemanden wütend sein möchte, dann doch bitte auf die Skrupellosigkeit der Hacker. Rosalinda wird nicht eingeschläfert. Douglas der Papagei feiert nächstes Jahr seinen 50. Geburtstag. Ein stattliches Rentenalter für einen Ara. Was man jedoch bei dem betagten Vogel nicht auf den ersten Blick erkennen kann, ist, dass er ein bekannter Filmstar ist. 1970 spielte Douglas die Rolle von Rosalinda in dem schwedischen Pippi Langstrumpf-Kinderfilm Pippi im Takatuka-Land. Heutzutage winken keine Filmrollen mehr für den guten Douglas und bis vor ein paar Wochen stand zu befürchten, dass seine bisherigen Halter Douglas umbringen würden, da sie eine artgerechte Haltung mittlerweile nicht mehr garantieren konnten. Glücklicherweise hat sich der Karlsruher Zoo dazu bereit erklärt, Douglas in ein neues Zuhause zu geben. In einer offiziellen Zeremonie wurde der Ara im Zoo willkommen geheißen.
Douglas darf nächstes Jahr nun seinen 50. Geburtstag erleben, ohne befürchten zu müssen, in Bälde umgebracht zu werden. Fragwürdiger Verbündeter. Everyday Feminism publiziert einen Pro-Furry-Artikel, der das Fandom mit gewählten Worten verteidigt. Der Beitrag besteht aus einem Comic, in dem ein Furry-Charakter namens Javelin dem Publikum erklärt, wie es sich mit Furries verhält. Javelin geht insbesondere auf die unfairen Stereotypen ein, die das Fandom über die Jahre hat ertragen müssen und immer noch ertragen muss. Die Quelle des Artikels selbst gibt einem aufmerksamen Leser allerdings Anlass zur Sorge. Everyday Feminism ist ein News- und Opinion-Blog, in dem intersektionaler Feminismus als publizistischer Standard angewandt wird. Die Seite ist verantwortlich für Artikel wie The Feminist Guide to Being a Footy Without Being Culturally Appropriative, in welchem erklärt wird, weshalb asiatisch essen zu gehen mit Rassismus und Ausbeutung gleichzusetzen ist. Des Weiteren machte die Seite Schlagzeilen, als sie die Einführung von sogenannten Trigger Warnings befürwortete. Warnungen über Inhalte, die einen Leser mit einem entsprechenden Trauma eventuell retraumatisieren könnten. Eine sehr umstrittene Maßnahme, die die Frage aufwirft, in welchem Ausmaß wir uns verbiegen müssen, um Leute nicht aufzuregen und ob es die Mühe überhaupt wert ist. Noch heftigere Schlagzeilen machte die Seite dann noch einmal am 10. Juni 2015, als dann das Wort Trigger Warning selbst als triggernd, also retraumatisierend, beschrieben wurde, da das Wort Trigger Leute schließlich an den Abzug einer Pistole erinnern könnte und man damit riskiere, dass der etwaige Leser damit in sein Trauma zurückfallen würde. Die Seite verteidigt lautstark die Ansicht, dass es Sexismus gegen Männer nicht nur nicht gibt, sondern dass Sexismus gegen Männer prinzipiell unmöglich ist. Genauso wenig sei es möglich, rassistisch gegen weißhäutige Menschen zu sein. Andererseits seien Dreadlocks auf den Köpfen von weißhäutigen Menschen sehr rassistisch. Man kann abschließend festhalten, dass niemand sich heutzutage noch so viel Gedanken um Rasse und Geschlecht macht, wie die Schule des Feminismus, für die Everyday Feminism steht. Abgesehen von seinen kontraproduktiven Regelvorschlägen hat die intersektionale Schule des Feminismus leider auch eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, wenn es darum geht, Organisationen und Gruppen in sich gegenseitig bekämpfende Lager zu spalten und von innen heraus zu zerstören. Die amerikanisch-atheistische Bewegung ist momentan in zwei zerstrittene Lager gespalten, das feministische und das nicht-feministische Lager. Es beginnt mit den besten Intentionen und endet mit bösem Blut und einer feministischen Hexenjagd und einer Spaltung in zwei sich bekämpfende Lager. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Furry-Fandom dem Auge Saurons entkommt. Nach einem jahrelangen Bann. Ein südafrikanischer Richter, ansässig in Pretoria, legalisiert den An- und Verkauf von Rhinoceroshorn. Der Verkauf von Rhinoceroshorn war seit 2009 von der ortsansässigen Regierung verboten worden. Die Regierung hat noch keine Reaktion auf die kontroverse Entscheidung verlauten lassen. Das Argument der Rhinoceros-Wilderer lautet, dass eine Legalisierung der Wilderei den mittlerweile sehr lukrativen Schwarzmarkt zum Stillstand bringen würde und einen streng regulierten Verkauf ermöglichen würde. Wilderer und Züchter haben den Verkauf von Rhinoceroshorn als ein konstitutionell garantiertes Recht gesichert. Rhinoceroshorn wird nun in Südafrika als erneuerbare Ressource gehandelt. Die Formulierungen, die von den Züchtern und Wilderern angestrengt werden, konfrontieren uns mit der zynischen Behandlung, die wir Tierleben immer noch angedeihen lassen. Insektenkunst. Britischer Fotograf setzt Insektenbilder aus jeweils 8000 mikroskopischen Aufnahmen zusammen. Der britische Fotograf Levin Biss veröffentlichte kürzlich 22 Bilder, die er in 2 Jahren aus mikroskopischen Aufnahmen zusammengefügt hat. Die Aufnahmen sind so detailliert, dass eine Betrachtung der Tiere in dieser Auflösung normalerweise nur durch ein Mikroskop möglich wäre. Die Darstellung kleinster Haare, Schuppen und Panzerstrukturen geben den Bildern eine ungeahnte Tiefe. Seine Bilder sind sowohl online als auch im Naturkundemuseum in der Oxford University zu bestaunen. Biss, der bisher hauptsächlich als Sportfotograf tätig war, wurde nach 2 Jahren intensiver Arbeit beim Zusammensetzen der Bilder nach eigenen Aussagen zum Insektenfan und ist vor allem von den Strukturen auf den Panzern der Tiere fasziniert. Ursa Major Gewinner angekündigt. Die Gewinner des Ursa Major, des vom Fandom verliehenen Preises für die beste Furry-Literatur und Kunst, wurden für das Jahr 2015 verkündet. In der Kategorie Best Anthropomorphic Motion Picture gewinnt Disneys Inside Out, dicht gefolgt von der Filmversion von Shaun das Schaf, Disneys Der gute Dinosaurier, der Peanuts-Film sowie The Lion Guard. In der Kategorie Best Anthropomorphic Short Work or Series gewinnt My Little Pony Friendship is Magic, gefolgt von der Cartoon Network Hit Series We Bare Bears, Danger Mouse, Tiger's Eye, Lilith's Pet Shop und Harvey Beaks. In der Kategorie Best Anthropomorphic Novel
gewinnt Tiger's Eye von Alexander Shaw, gefolgt von In a Dog's World von Mary E. Loud, gefolgt von Windfall bei Temper O'Kuhn. In der Kategorie Best Anthropomorphic Short Fiction gewinnt The Analog Cat bei Alice Husketeer Dryden. Paranoia. Baltimore. Auf dem Parkplatz des lokalen Fernsehsenders WBFF-TV lässt ein Mann im Panda-Kostüm sein eigenes Auto in Flammen aufgehen. Kurz darauf betritt er, immer noch kostümiert, die Sendezentrale und droht damit, das Gebäude in die Luft zu jagen. Unter dem Panda-Einteiler trug der Mann eine verdrahtete Weste, von der vermutet wurde, dass es eine Bombe sei. Seine Forderungen lauteten, dass WBFF-TV eine von ihm auf einem externen Speicher mitgebrachte Story abspielt. Darauf befänden sich Details über angebliche Regierungsverschwörungen. Bei ihrem Eintreffen musste das SWAT-Team zuerst das Gebäude sichern, da der Mann sich verschanzt hatte und notdürftige Barrikaden aufgestellt hatte. Letztlich trat er aber nach draußen. Im darauf folgenden Polizeieinsatz wurde der Mann von dem in Stellung gebrachten Polizeischarfschützen niedergeschossen. Der Einsatzleiter bekräftigte, dass der Mann trotz mehrfacher Aufforderungen die Hände nicht aus den Taschen nehmen wollte, in welchen das SWAT-Team den Zündmechanismus vermutete. Niedergeschossen, aber noch immer bei Bewusstsein, weigerte sich der Attentäter nach wie vor, die Hände aus den Taschen zu nehmen, und so musste ein Roboter vorgeschickt werden, um mit dem kostümierten Attentäter in Kontakt zu treten. Schlussendlich kooperierte der Mann und seine Weste konnte entfernt werden. Es stellte sich heraus, dass die Weste aus aneinandergebundenen, in Aluminium gewickelten Schokoladenriegeln bestand. Was der Bauer nicht kennt. Lupo Wolfi, das Maskottchen der Giro d'Italia, ist aus Frankreich verbannt worden. Französische Farmer demonstrierten gegen die Anwesenheit von Lupo Wolfi, dem knuddeligen Wolfscharakter mit dem viel zu großen Kopf. Die Beschwerden, die die aufgebrachten Agrarwirtschaftler anbrachten, drehten sich hauptsächlich um die Message, die die Anwesenheit von Lupo der französischen Öffentlichkeit senden würde. Eine Pro-Wolf-Einstellung sollte sich bitte nicht breit machen. Das Sportmaskottchen stünde den Interessen der Farmer diametral entgegen. Man kann nur darüber spekulieren, was Bauern unternehmen würden, wenn sie wüssten, was ein Furmeat ist und wenn sie sich der Tatsache bewusst würden, dass Frankreich auch eine Furry-Community besitzt und dass Pro-Wolf-Propaganda auf französischen Furmeats wie Fur Lille am 26. Juli wahrscheinlich breit gesät wird.